Divine Soul, göttliche Seele, ein wunderbares Energiefeld. Divine Soul, die Quelle der guten Neigungen und der göttlichen Wünsche. Divine Soul, gekleidet in drei Gewänder. Göttliches Denken, göttliches Sprechen, göttliches Handeln. Vor 2, 3 Tagen bekam ich ganz stark diesen Impuls, diese Challenge zu starten. Und zwar genau an diesem sehr außergewöhnlichen Vollmond am 21.07. diesen Sonntag. Die Challenge findet statt in der WhatsApp-Gruppe für alle Mitglieder im Mitgliederkanal Kosmische Botschaften. Du hast den Link dazu unten in der Infobox auf meiner Webseite. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Divine Soul, ein großartiges Energiefeld. Und auch diese beiden Worte habe ich auf meinem Körper tätowieren lassen. Ich liebe diese Energie. Und als ich diesen Impuls bekam, eine Challenge genau am Vollmondtag zu starten, bin ich noch gesessen und habe gesagt, ach Gott, ich brauche einen Titel. Ach, welchen Titel nehme ich denn jetzt nur wieder? Ja? Alle brauchen immer einen Titel, wie nennt sich was? Und ich wusste aber schon von der Energie her, von dem Impuls her, was das alles sein wird, was ich da tun werde. Nicht ganz genau natürlich, aber von der Energie. Und ja, einfach schau auf deinen Körper. Und da stand Divine Soul, göttliche Seele. Ja, und diese drei Gewänder, die wollen wir uns anziehen, könnte ich sagen, oder in diese Energie eintauchen, sich mit diesem Energiefeld verbinden, was, wenn man es genau nimmt, dein eigenes ist. Doch die meisten sind damit nicht verbunden. Und du wirst vielleicht gemerkt haben, dass ich genau jetzt doch mehr hinausgebe. Ja, ich werde da geführt und geleitet und dann tue ich das auch und dann hat das seinen Sinn. Und es sind eben genau diese 2 Sommermonate. Und es ist ganz egal, oder es muss egal sein, ob du Urlaub hast oder es scheint ja eh die Sonne und mir geht's gut. Genau dann tu es. Genau dann komm ins Tun. Warum? Weil es dir viel leichter fällt. Denn wenn du dann in starken Emotionen bist oder ein Thema hast, Angst hast, herausgefordert wirst, was auch immer, dann ist es oft schwieriger. Es ist schwieriger, was zu starten. Es ist schwieriger, was zu tun. Und Aufarbeitung ist dann auch für mich nicht, aber für denjenigen mühsamer, weil er ja in starken Emotionen oder Ängsten ist. Genau wenn es dir jetzt gut geht und genau wenn du auf Urlaub bist und genau wenn du meinst, es ist so ruhig, es ist ja eh nichts, alles ist ja so wunderbar, genau dann ist es gut, was zu tun. Denn wir haben immer unterschiedliche Wellen, mal heller, mal dunkler. Und wenn du angeschaut hast auf meinen YouTube-Kanal, die beiden Videos, wo ich sogar über eine Zeichnung alles ganz genau erkläre, und zwar das Sturmjahr 2025 und die Sommermonate Juli, August 2024. Schau dir das an, das kannst du dir ruhig öfter anschauen, denn beim ersten Mal anschauen nimmt man das alles gar nicht so wahr wie beim zweiten und dann vielleicht sogar beim dritten Mal. Da hörst du wieder die Dinge anders. Oder hörst etwas, was du vorher überhört hast. Und diese beiden Aufnahmen gelten für ein paar Jahre. Und ja, schau dir an, Sturmjahr 2025. Und ich bleibe dabei zu 100%, dass diese beiden Sommermonate Vorbereitung sind auf das, was kommen wird. Ich tippe so ab Oktober. Man kann Zeiten nie genau angeben, weil das liegt an uns Menschen.
So wie die C-Seite wurde ja verlängert, obwohl sie schon früher aus sein hätte können, weil so viele mitgemacht haben. Also dadurch kann man Zeiten nie genau angeben. Und man kann auch nie genau sagen, wie nennt sich das, was kommt. Ich weiß nur noch eines, 2019, November und Dezember, habe ich mich urmies gefühlt. Und ich wusste, da rollt etwas heran, was Mächtiges rollt da heran. Und man kann es nicht benennen. Ja, und dann war es soweit 2020. Und in den letzten Tagen, ich nenne es jetzt so zwiegespalten, würde ich sagen, wie zwei Gefühle, die ich habe. Das wunderbare, lichtvolle. Und wir wissen aber, es ist hier nicht alles Licht und Liebe. Und dieses wunderbare Lichtvolle, das dürfen wir jetzt noch mehr verstärken, kraftvoller machen, noch mehr in die Ausdehnung bringen mit Divine Soul Challenge plus dem Webinar am 25.07., der Tag außerhalb der Zeit und das Löwetor, das ja eine mächtige Energie heuer bereithält, die genauso eine Vorbereitung braucht und das ist da alles dabei. Diese beiden Webinare gehen noch einmal hinaus über meinen Newsletter, da kannst du dich kostenfrei anmelden. Am Sonntag, den 21., gehen die beiden Webinare noch einmal hinaus. Die Angebotszeit ist vorbei, aber es ist trotzdem für jeden erschwinglich und es gibt keine Ausrede. Und zwar, ich habe keine Zeit und bin auf Urlaub. Dann buche trotzdem, denn du kannst die Aufzeichnung dazu buchen. Und das bekommst du dann von mir zugeschickt. Und was da noch dabei ist, wenn du nicht dabei bist, aber du bist angemeldet für das Webinar, nehme ich dich in die Energie an diesem Tag um diese Uhrzeit mit hinein. Und du erhältst es wie eine Fernenergieübertragung, wie ich das auch bei den Energieübertragungspaketen mache, die ich ja jedes Monat hinausgebe. Also es gibt keine Ausrede, sondern ich kann es dir wirklich ans Herz legen. Schau in diesem Sommer, dass du deine Ängste aufarbeitest, deine Themen aufarbeitest, aufarbeiten, aufarbeiten, aufarbeiten. Ja, was das Zeug hält. Wir werden das sowieso unser ganzes Leben machen. Ja, das ist wie Zähneputzen und WC gehen. Das wirst du auch das ganze Leben machen. Also immer wieder hinschauen und belastendes, herausforderndes, Probleme, Themen und so weiter immer anschauen, auflösen, transformieren. Aber jetzt ist in den Sommermonaten haben wir sehr hoch schwingende Energie, das heißt eine wunderbare heilende Energie. Das mache ich ja auch bei den Webinaren. Und für Aufarbeitung haben wir auch sehr, sehr unterstützende Energien. Und noch einmal, es ist nicht alles immer. Ja, es ist nicht jeder Tag gleich, jedes Monat. Es ist nicht jeder Sommer gleich, nicht jedes Löwetor gleich. Es ist jetzt. Jetzt ist die Zeit. Nutze Juli, August. Genau dann, wenn es dir gut geht, mach etwas und nicht erst warten, bis dir schlecht geht. Es haben sich jetzt auch bei Bekannten und so, die eher depressive Verstimmungen haben, diese depressiven Verstimmungen sehr massiv verstärkt in den letzten Tagen. Also, ich sage ja immer, die Energie verstärkt das, was in dir ist. Und jetzt ist es gut, wenn in dir die Energie Divine Soul ist. Ja, dieses göttliche Seelenfeld nenne ich es, ja, das du bist. Aber meistens sind wir damit nicht so ganz verbunden. Wir vertrauen nicht unserer inneren Stimme. Wir folgen nicht so sehr unseren Gefühlen, wir haben Zweifel an uns selbst, wir sind nicht im Urvertrauen und das ist das und das brauchst du. Das brauchst du. Ist ganz wichtig für die nächsten Monate oder vielleicht auch 2, 3 Jahre, eigentlich immer, aber ich meine, mach es jetzt. Jetzt, geh jetzt mit uns mit. Ja? In der Gruppe verstärkt sich die Energie immer. Für alle und ich gehe ja in die Gruppenenergie der WhatsApp-Gruppe. Für die Mitglieder im Mitgliederkanal gehe ich in die Gruppenenergie und du wirst
7 Tage lang mache ich das jetzt mal. Vielleicht verlängere ich es, das schaue ich. Aber jetzt mal 7 Tage. Ab dem 21.07. in der Früh geht es los. Also komm jetzt noch in den Mitgliederkanal und geh mit uns mit. Geh mit uns mit, sei dabei. Ja, es wird immer wichtiger, dass wir Gemeinschaften bilden. Es wird immer wichtiger, dass wir gemeinsam ins Tun kommen. Ja. Und ja, und dann bist du auch nicht alleine. Und du brauchst nicht mehr zu tun, als dir vielleicht diese 5 Minuten Audio am Tag anzuhören. Bei allem, was ich mache, ja, ich kann nicht jetzt jeden Tag genau voraussagen, was das sein wird. Auf jeden Fall bei allem, was ich mache, egal was das ist, ist immer Reinigung dabei, Öffnung. Wenn es gibt Downloads, so nenne ich das, von Lichtcodes. Und dann halt ein paar Worte dazu, aber was diese Divine Soul Challenge auch auszeichnen wird. Es ist bei den Aufnahmen, wird es, ich kann es nicht genau sagen, 1, 2 Minuten still sein auch. Diese Stille wird, dass du in der Stille sein kannst, ja, und dich selbst wahrnehmen kannst und fühlen kannst. Das darf jetzt geübt werden. Und das wird da auch vorkommen, dass du dich wahrnimmst und dich spürst. Das ist wichtig. Und dass du deinen Gefühlen folgst. Ja, dein Gefühl, dass du vollkommen zu dir ins Urvertrauen kommst, dass du dir vertraust. Du alleine hast die Wahrheit für dich. Es gibt keinen Menschen hier, der die absolute Wahrheit für die gesamte Menschheit hat. Du wirst ja mitbekommen haben, dass manche sagen, es kommt zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel, der Dritte Weltkrieg, und andere sagen, nein, er kommt nicht. Jetzt kannst du dir das aussuchen. Ja. Es wird nie geben, dass alle die gleiche Aussage tätigen. Und meist auch, wenn man es beobachtet, diese bekannteren Spirituellen, ja, lehnen sich jetzt auch noch mehr aus dem Fenster und behaupten, dass die anderen Spirituellen lügen. Also alleine schon, wenn man das tut, finde ich jetzt nicht sehr spirituell, aber ja, jetzt versucht halt einer den anderen da, wie nennt man das, auszustechen oder so. Ich gebe dir nur eines mit, was auch in nächster Zeit für die nächsten Jahre sehr wichtig ist. Lass dich nicht mehr einfangen und hinüberziehen durch wunderbare Posts oder durch abgefilmtes, sagen wir in der Karibik stehend oder im Sportauto sitzend, und da sind dann so Videos oder Titeln, die gar nicht direkt für dich sind, sondern ja, ich habe jetzt 1 Million erreicht, und manche fotografieren auch irgendeinen Kontoauszug. Ah, das kann man alles erstellen jetzt schon, ja. Und schauen, komm zu mir und buche, dann bekommst du das auch in nur 10 Monaten, 10 Tagen, was weiß ich, wirst du so wie ich sein, so 1 Million haben oder den Sportwagen oder auf der Karibikinsel sein, ja. Also diese Videos, diese Bilder und das Ganze, ja, das lässt sich wunderbar erstellen. Du weißt nie, ob das wirklich so ist. Aber das, was ich dir hier mitgeben möchte, was ich stark als Impuls auch erhalten habe, ist, es soll um dich gehen. Manchmal siehst du mich, aber meistens siehst du das. Es geht nicht darum, dass du was Gott, was alles dir anschaust und siehst, sondern es geht darum, dass du zuhörst und dass du wahrnimmst und dass du fühlst, möchte ich das nicht, ja, nein. Es soll um nichts anderes gehen als um dich. Wer dich persönlich anspricht und für dich, für dein Person, dein Menschsein und so weiter, dich persönlich mit allem anspricht und sagt, ja, das und das habe ich ohne großartige Hintergrundbilder oder Abfilmen unter Palmen. Also wenn man das halt vorschiebt, meine ich, ja, dann wirst du auch
am Strand liegen oder auch in dem Auto sitzen oder warum sage ich dir das? Es geht nicht um das Materielle. Es geht um dich. Wenn es dir gut geht, wenn du mit dir eins bist, wenn du Divine Soul, Energiefeld bist, göttliches Denken, göttliches Handeln, göttliches Sprechen, die drei Gewänder in dir vereinst, in dir öffnest, in dieser Energie schwingst, dann ist es egal, das ganze Materielle. Dann bekommst du eh das, was du brauchst und oft noch viel mehr. Und du kannst nicht so werden wie jemand anderer oder genau das haben, was ein anderer hat. Wenn man das versucht oder durch bestimmte, ja, die Million oder der Wagen oder die Villa und jetzt da mache ich das, was der mir sagt, dann werde ich auch so. Dann werde ich so wie der oder die leben. Das geht nicht. Es ist besser, ich empfehle es, nur eine Empfehlung, ich empfehle dir das, deine einzigartige Schwingung zu leben, die der du bist und deinen Weg zu gehen. Denn dein Leben kannst du nie mit einem anderen, einer anderen vergleichen. Du kannst nicht das haben, so aussehen. Ganz genau so alles erreichen wie ein anderer. Nein, für dich wie für mich gibt es ganz persönliche Wege, die sich garantiert unterscheiden. Und das ist es, deinen individuellen Weg zu finden, deine Divine Soul zu leben, ja, das Urvertrauen zu dir, deinen Gefühlen und Impulsen zu folgen. Bei mir ist das daraus mein Job geworden. Also diese Webinare, Challenge, alles, was ich da so rausgebe. Und es gibt nicht immer viel. Jetzt ist eine Zeit, wo ich viel rausgebe. Und ja, ich hätte auch gern, dass ich sage, oh, da liege ich jetzt doch lieber in meinem Garten oder bin, was weiß ich wo, ja, auf ein Fest oder sitze auf ein Eis oder keine Ahnung. Nein, ich sitze jetzt vom Computer am Freitagabend, weil ich meinen Impuls folge und weil ich jetzt das aufnehme, was ich bekommen habe und dir weitergebe. Sei dabei. Wir starten am 21.07. in der WhatsApp-Gruppe für alle Mitglieder im Mitgliederkanal. Kosmische Botschaften nennt sich der. Du hast den Link unten in der Infobox oder in den ersten Kommentaren auf Facebook. Und alles kommt auch über meinen Newsletter. Und wie gesagt, auch die beiden Webinare, die gehen auch am Sonntag über meinen Newsletter hinaus. Also komm auf meinen Newsletter und nutze diese beiden Sommermonate zur Vorbereitung, zur geistig-energetischen Vorbereitung, zu Aufarbeitungen. Leg los, ja. Und dieses zwiegespaltene Gefühl, was ich hatte, ja, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, das ist eben eine dunkle und eine helle Welle, die da hereinrauscht, ja. Und wir wollen uns auf die Helle fokussieren. Und das, was die helle Welle bringt, ja, das wollen wir gemeinsam nutzen, gemeinsam. Und dann kann die dunkle Welle vorbeirauschen, sage ich jetzt einmal. Und was immer da auch kommt, ich habe bei der dunklen Welle jetzt nicht so, ja, Gefühle kann man nicht vergleichen, aber nicht so stark wie jetzt 2019, aber doch, es ist eine, für mich war es unrund, könnte ich es vielleicht nennen, unruhige Energie, unrund, unruhige Energie. Und ich möchte dich in diesen beiden Sommermonaten noch auf dieser hellen Welle begleiten. Also Start 21.07. Divine Soul, WhatsApp-Gruppe, Mitgliederkanal, kosmische Botschaften. Die Webinare gehen auch am 21. noch einmal hinaus
damit du sie buchen kannst. Wie gesagt, es gibt eine Aufzeichnung, auch wenn du keine Zeit hast. Gibt für alles eine Lösung. Und ja, und dann freue ich mich, wenn du mit uns gemeinsam bist und wenn ich dich begleiten darf und wenn wir in dieses Energiefeld gemeinsam eintauchen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Alles Liebe, bis bald.